Willkommen zurück bei talradler.de. Heute fahren wir mal von Wuppertal nach Düsseldorf und zwar auf der Route, die sich eigentlich sehr gut eignet für den geplanten, ja nicht Radschnellweg, sondern für die Radschnellverbindung zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Warum habe ich gerade Radschnellverbindung oder Veloroute gesagt und nicht Radschnellweg? Ein Radschnellweg wäre das hier, ein getrennter Rad- und Fußweg, Radweg in einer Breite von 4 Metern und einen entsprechend 2 Meter breiter Fußweg nebenan. Das würde sehr viel Planungsaufwand bedeuten, das würde eine komplett neue Trassierung auf dem Stück bedeuten und es wird natürlich auch große Kosten verursachen. Eine Schnellverbindung ist schnell gemacht, deshalb heißt ja aber die Schnellverbindung, sondern es geht eigentlich bei der Schnellverbindung da einen direkten Weg über verschiedene Arten von Infrastruktur zu realisieren. Ja, und wir sehen schon, hier ist eigentlich alles dabei, noch bevor wir überhaupt das Wuppertaler Stadtgebiet verlassen haben. Hier ist man hier so eine Nebenstraße, dann ist da mal ein kombinierter Radweg, dann ein Fußweg, dann dieser Park-and-Ride-Parkplatz. Dann hier diese Nebenstraße, dann Waldweg. Also bevor wir aus Wuppertal raus sind, sehen wir schon, der Weg führt über ganz viele verschiedene Infrastruktur. Die Route, die wir jetzt hier fahren, habe ich mir vor ein paar Jahren erarbeitet. Also wirklich erfahren, weil sie so nicht ausgeschildert ist. Der ADFC ist zu gleichen Ergebnissen gekommen. Von daher würde ich sagen, man kann schon davon ausgehen, dass das eine der schnellsten Routen nach Düsseldorf ist. Hier geht es zum Beispiel direkt an der Autobahn entlang. Das ist nicht schön, das ist auch sehr laut, aber es ist schon der direkte Weg. Sieht schon, wir fahren hier durch so einen Waldweg. Das ist natürlich jetzt keine Route, die man ganzjährig gut nutzen kann. Nach längerer Regenperiode beispielsweise ist es dort sehr matschig und rutschig und dafür müsste man dann eben auch eine Alternative schaffen oder halt den Weg entsprechend ertüchtigen, wobei ich mir das bei so einem Waldweg eigentlich eher weniger vorstellen kann. Was auch noch möglich ist, sind viele Variationsmöglichkeiten. Zum Beispiel, ich fahre jetzt hier an dieser Bundesstraße entlang, man hätte aber auch vor wenigen Metern geradeaus weiterfahren können und um den Unterbacher See fahren können. Hier aus dem Bereich Unterbacher See bietet sich diese Brücke, zu der wir jetzt kommen, zur Querung der Bahnstrecke recht gut an. Da müsste man natürlich auch was machen. Also diese Schieberinnen sind nur bedingt nutzbar mit Anhänger oder mit einem Lastenrad oder noch besser mit einem dreirädrigen Lastenrad kommt man natürlich diese Treppe nicht hoch. Also es sind halt schon, auch wenn das jetzt eigentlich schon eine komplette Strecke ist, die man fahren kann, um die halt für eine attraktive Radroute zu ertüchtigen, da muss noch einiges passieren. Hier, wir kommen jetzt in den Bereich Südpark. Hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, die Strecke zu variieren. Wenn man zum Beispiel direkt in die Innenstadt fahren will, kann man hier eine andere Strecke fahren als die ich jetzt fahre. Ich fahre jetzt über Bilk in Richtung Rhein, um dort halt quasi das Video zu beenden. Aber grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten, jetzt aus diesem Areal rund um den Südpark und den Volksgarten in Innenstadtbereiche von Düsseldorf zu gelangen. Dieser Aufstellfläche hier steuern wir den Rhein an. Da sehen wir auch schon den Turm im Hintergrund. Das ist eine Möglichkeit, wie man mit dem Rad von Wuppertal nach Düsseldorf kommt.